Über 90 Minuten ist das Ganze vertieft, also da sind noch Plätze frei. Schön wäre, wenn mir hier irgendwo so im mittleren Bereich einer mal so zwischendurch, wenn noch 5 Minuten da sind, vielleicht mal zuwinkt oder so, falls ich ihn nicht sehe. Weil ich weiß nicht, wie ich mit der Zeit hinkomme. Hallo Rechner. Ja, zu mir selbst. Mein Name ist Susanne Ebrecht. Ich habe irgendwann mal Informatik studiert. Ich bin seit 1995 im Open Source aktiv. Das wissen wir ziemlich genau, weil ich damals einen neuen PC kriegte und da war plötzlich alles blau. Ich bin tatsächlich blaublind und da war so ein Startbutton und ich wusste nicht, was ich damit machen sollte und hatte dann so einen Oldenburger und einen aus Ostwestfalen-Lippe als Freund. Die meinten, installier mal Debian und so ein halbes Jahr später habe ich dann geholfen, irgendwo einen Linux-Tag zu organisieren. Und so bin ich dazu gekommen. Damals gab es nur eine Open-Source-Community. Ich bin seit 1998 im PostgreSQL-Projekt aktiv, habe am Parser mitentwickelt, die Doku teilweise mal versucht zu übersetzen. Habe zwischendurch bei MySQL gearbeitet, arbeite derzeit noch für eine PostgreSQL-Firma, die sich Second Quadrant nennt und gebe Schulungen und Consulting, helfe Administratoren hauptsächlich. Also ich helfe hauptsächlich Administratoren, obwohl ich auch immer alles andere anbiete, aber irgendwie will das immer keiner von mir wissen. Irgendwie werden immer nur Administratoren-Schulungen gebucht. Außer Datenbanken habe ich so aus Versehen mich auch irgendwann mal um Encoding gekümmert und um Umlaute und bin dann bei irgendwelchen Geheimdiensten auf irgendwelchen komischen Listen gelandet und kriegte plötzlich keine E-Mails mehr, weil ich mit einem russischen Experten den Buchstaben SZ diskutiert habe und dessen Ersetzung. Und wenn man dann als Deutscher Doppel-S als einzelnes Wort da stehen hat, kriegt man plötzlich keine E-Mails mehr. Ja, und das habe ich jetzt noch dazu geschrieben. Ich sitze tatsächlich im ISO IEC JTC 1 SC32. Das ist die Standardgruppe. SC heißt Komitee, Standardkomitee. Das ist die Gruppe, die Data Management and Interchanges standardisiert. Das sind insgesamt 65 Standards, glaube ich. Ich mache am meisten am 9075 mit. Das ist der SQL-Standard. So ein bisschen Metadaten und noch diverses anderes Zeug. Dazu habe ich noch für morgen eine BOF, weil ich dachte, da besteht vielleicht Interesse, dass mal irgendwer wissen möchte, wie das eigentlich alles so bei ISO funktioniert oder wie man da vielleicht auch mal an die ISO-Gruppe drantreten möchte. Und jetzt will hier mein Ding... Hier so ein paar Spielregeln. Ihr könnt ruhig du sagen. Ich heiße Susanne. Twitter habe ich auch. Fritsch und Zwischenfragen ruhig sagen, mache ich auch immer. Ich kann natürlich keine Individualberatung hier geben. Und ja, das Klassische, meine Folien haben keine alleinstehende Aussagekraft. Wir fangen jetzt gleich knallhart an. So, PostgreSQL hat zwei Konfigurationsdateien. Das eine geht um die Konfiguration, um den Zugang, um den Nutzerzugang. Wer darf wie zugreifen? Die lassen wir weg. Wir machen hier nur Tuning und dafür braucht man die PostgreSQL-Conf. Und die PostgreSQL-Conf ist so ein bisschen thematisiert. Das ist die Konfiguration von PostgreSQL 9.2. Solltet ihr da irgendwelche Variablen noch nicht haben, in älteren Versionen, dann gab es sie noch nicht. Schlicht und ergreifend. Hier auf dem ersten, das ist ziemlich weit oben wichtig fürs Tuning, ist, hallo Knopf, ist Max Connections. Das ist, wie viele Verbindungen zeitgleich zugreifen und auch aktiv sind. Das sollte nicht zu hoch sein, weil ansonsten fangen eure CPUs an zu swappen. Wenn man ganz viele Verbindungen hat, was man im Online-Markt häufig hat, sollte man lieber Connection Pooling nehmen. Connection Pooler bietet PostgreSQL an, PG Bouncer und es gibt PG Pool. Bouncer ist sehr einfach, kommt von Skype. Hat Skype ursprünglich entwickelt. PG Pool wurde in Asien entwickelt. Da soll selbst die englische Doku schon sehr schwierig sein teilweise. Habe ich mir jetzt von dem Übersetzer erzählen lassen vorgestern. Ist sehr komplex, kann aber auch im Replikationsbereich noch mehr. Wenn man schon Software hat, die Pooling macht, ja, ist natürlich die Frage, möchte man das eher auf der Anwenderseite haben oder auf der Datenbankseite? Es gibt Java-Sachen, die Pooling gleich mitbringen. Also
Doppelpooling ist meistens auch nicht so der sinnvolle Weg. Was haben wir hier drin? Achso, Protokollierung. Ja, woher weiß ich überhaupt, was normal ist? Wenn ich irgendwas tunen will, das heißt, ich will irgendwas verbessern, dazu müsste ich aber erstmal wissen, wie ist es denn normal? Was ist denn da eigentlich schlecht? Und dafür muss ich vielleicht auch mal protokollieren und mir das auch mal beobachten und Monitoring machen. Und ich sollte vielleicht auch teilweise mal mitloggen, wenn mir etwas komisch vorkommt. Und PostgreSQL hat standardmäßig fast alle Logs ausgeschaltet. Und man sieht halt in dem Bereich Logging oder Error Reporting and Logging, in der PostgreSQL-Conf kann man da diverse Sachen aktivieren und deaktivieren. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Das ist nur, damit man sieht. Wichtig ist vielleicht, also ich rate immer hier mal so ein Timestamp mit anzugeben im Log, damit man auch weiß, wann das überhaupt passiert ist. Und eine Zeitzone ist auch schön, wenn man verschiedene Server hat, die weltweit verteilt sind, damit man weiß, welche Zeitzone das war. Vakuum ist so ein Thema, da werde ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Das ist nur, ja, es gibt den SQL-Befehl Analyze, der erneuert die Statistiken. Es gibt den Befehl Vakuum. Da habe ich geschrieben, der kümmert sich um den Abwasch. Man muss sich Vakuum so vorstellen, wenn ich jetzt so einen Bierstand habe, so ein großes Fußballspiel, da steht so ein Bierstand, da hat der Wirt seine Gläser, die befüllt er mit Bier. Und dann irgendwann trinken die Gäste die aus und dann geben die die Gläser zurück. Bevor der Wirt die Gläser wieder mit Bier füllt, müssen die erst einmal in die Spülmaschine oder von Hand gespült werden. So, und solange wie die darauf warten, gespült zu werden, sind die unbrauchbar. Und solange wieder, je mehr Gläser da zum Spülen stehen, desto mehr Gläser braucht der Wirt in seinem Umlauf, damit er seine Gäste bedienen kann. Und das ist im Grunde das Gleiche, was hier bei Vakuum mit dem Speicherplatz passiert. Je seltener Vakuum passiert, desto mehr Speicherplatz brauche ich für meinen Umlauf. Vakuum ist eigentlich Staubsaugen, aber ich finde das mit Geschirrspülen eigentlich immer sehr besser übersetzt. Vakuum Analyze ist ein Doppelbefehl, der ja, macht erst ein Vakuum und dann ein Analyze. Das ist aber nur hier so mal zum Anhang, weil es häufig auch falsch gemacht wird. Vakuum Full räumt auf, blockiert alles, geht auf die Festplatte, nimmt die Datei und schiebt alles, räumt dann auf der Dateiebene auf. Man hat da hinterher eine neue File-Note, das heißt, man hat einen Kostenpunkt mehr, weil Postgres muss in der File-Note-Map nachgucken, wie denn jetzt die File-Note zu der Tabelle heißt. Und Vakuum Full sollte man wirklich nur benutzen, wenn einem der Festplattenplatz ausgelaufen ist. Logiert das die Tabelle? Oder die Tabelle logiert? Das macht es im, ja. Cluster ist irgendwo im Deutschen mal falsch übersetzt worden oder weiß ich nicht, da ist so ein Gerüchte im Umlauf, man sollte lieber Cluster statt Vakuum Full nehmen. Cluster ist ganz gefährlich, weil Cluster räumt auf der Festplatte nach einem Index auf und der Planer kriegt nicht unbedingt mit, wenn die Tabelle danach wieder geändert wurde. Also nur nutzen, wenn ihr Archivierungstabellen habt und ansonsten Finger weg von dem SQL-Befehl Cluster. Sobald ihr eure Tabelle auch nur einmal updaten noch wollt, dann bitte nicht Cluster benutzen, sondern eher Vakuum Full. Ja, in Deutsch funktioniert das. Ich kenne ein paar Datenbankadministratoren, die geben ihren Datenbanken diese Spitznamen. Das sollen weibliche Schweinchen sein, Hausschweinchen, nämlich RAM-Sau oder IO-Sau. Und das ist genau das, was eine Datenbank auch ist. Egal welches System, sie sind alle sehr RAM- und IO-intensiv. Und das, was man eigentlich immer tunt, ist RAM und IO. Beziehungsweise, wenn man I.O. überhaupt braucht, wenn die Datenbank ganz in den RAM passt, dann ist das I.O.-Tuning überflüssig. Die größte, oder es gibt, also wir müssen mal vorne anfangen. Das, was wir hier machen, das Tuning auf Maschinenebene, bringt in der Regel ist so 1,5% maximal. Das Tuning im SQL ist wesentlich wichtiger. Wenn mir einer sagt, die Datenbank ist langsam, liegt das zu über 99% am SQL und nicht irgendwo unten auf der Maschinenebene. Das heißt, wichtig ist SQL-Tuning. Das muss immer als erstes passen.
Und das Betriebssystem ist dann als erstes, wenn wir auf die Maschinenebene gehen, die Bremse. Da gibt es dann so ein R-Time in Windows und in Linux und auch auf Mac. Das kann man ausstellen. Bei Linux kann man es mit Noetime, sollte man mit Noetime mounten. Bei Windows weiß ich jetzt nicht, wie es geht. Es geht irgendwie. Bei Windows ganz wichtig, jede Form von Journaling sperrt. Wir reden im Datenbankbereich immer davon, wie viel kann innerhalb von 5 Minuten auf die Festplatte geschrieben werden. Was schafft mein Prozessor? Da gibt es Erfahrungswerte zu. Der Erfahrungswert bei Linux liegt bei 8 Gigabyte. Heutzutage sind das auch schon teilweise 12. Auf dem vergleichbaren und auf der gleichen Maschine, jedoch mit Windows, gehen nur 512 Megabyte. Das Problem ist Journaling. Das Journaling von Windows braucht den Rest der Zeit, um sein Journaling zu aktualisieren. Und das muss natürlich ausgeschaltet werden, weil man will ja schnell schreiben auf der Festplatte. Man braucht es nicht, weil die Datenbank sowieso alles festhält im Transaktionslog, was da passiert ist. Deswegen braucht man da keine Protokollierung des Betriebssystems. Wenn man unter Unix-Systemen den Cache festsetzen will, hat man das Problem mit alten Werten im Kernel. Man muss also als erstes hier SRM Max, Shared Memory Max und Shared Memory All umstellen. Da habe ich hier mal in den Folien geschrieben, wie das geht. Mit Syscontrol und es ist da ratsam, einfach mal das auf die Hälfte des gesamten RAMs zu setzen, dann hat man keine Probleme. Die Pages muss man umrechnen, die sind unter OS X und Linux in der Regel 4600 Byte. Da gibt es aber auch Skripte für schon fertig, dass man das gar nicht mehr rechnen muss. So, und jetzt kommen wir dann zum Caching. Was sollte man bei Postgres, wenn die Datenbank dann langsam wird, einstellen? Also man sollte bei Postgres erstmal warten, was da passiert, weil wenn so eine kleine Datenbank, da muss man sich erstmal gar nicht drum kümmern, die Default-Werte funktionieren und irgendwann wird es langsam und dann sollte man vielleicht doch mal gucken. Shared Buffer ist wichtig, das sollte man einstellen. Wie gesagt, da kommen dann diese 8 Gigabyte zum Spiel, da sollte man nicht mehr nehmen als die Datenbank maximal, als dass der Rechner, der Prozessor maximal auf die Platte schreiben kann innerhalb von 5 Minuten. Wie gesagt, 8 Gigabyte ist da meistens so der Daumenwert. Man sagt ein Viertel RAM. Wenn man natürlich 32 Gigabyte RAM hat, dann sind es 8 Gigabyte. Wenn man mehr hat, sollte man trotzdem nur erstmal mit 8 Gigabyte vielleicht starten und dann mal mit Log-Checkpoints gucken, ob das wirklich geschrieben wird und ob 12 vielleicht auch geht. Aber 8 Gigabyte ist da so der Daumenwert. Der temporäre Buffer, der kann erstmal so bleiben, den kann man per Session setzen. Der ist nur wichtig, wenn man temporäre Tabellen hat, die in dem Fall größer sind als 8 Megabyte. 8 Megabyte ist der Default-Wert. Dann kann man ihn aber pro Session setzen. Das heißt, man setzt den einmal in der Session auf einen höheren Wert, füllt seine temporäre Tabelle oder was man damit machen will. Und dann hinterher entweder beendet man die Session oder setzt ihn wieder runter. Wichtig sind diese beiden, WorkMem und Maintenance. WorkMem sind ebenfalls zwei Variablen, die man in der Session setzen kann, die aber schon wichtiger sind. Maintenance WorkMem, kann ich hier mal vorwegnehmen, ist der Arbeitsspeicher, der für Wartungsarbeiten benutzt wird. Was sind Wartungsarbeiten? Vakuum und Analyze sind Wartungsarbeiten. Aber aus irgendwelchen historischen Gründen ist ein Create-Index bei PostgreSQL auch eine Wartungsarbeit. Und gerade für einen Create-Index könnten 16 Megabyte etwas klein sein. Wie gesagt, man kann es pro Session setzen. Für Maintenance WorkMem ist so der Erfahrungswert, dass man alles, was man an RAM hat, einmal durch 16 teilt und da einträgt. So ein 16 vom ganzen RAM. Das passt, weil mehr wie 2, 3, 4 Maintenance-Prozesse zeitgleich hat man in der Regel nicht. Ich habe auch noch nie gesehen, dass einer zeitgleich auf der gleichen Tabelle Create-Index gemacht hat. Da gibt es noch so andere Geschichten. WorkMem ist Arbeitsspeicher, der pro Ausführungsschritt und pro Session von einem Query genutzt wird. Ich habe in einem Query aber in der Regel mehr als einen Ausführungsschritt. Jedes einzelne Aktion, die der Planer machen muss, die der Optimizer machen muss, ist ein extra Ausführungsschritt. Das heißt, wenn ich ein Order-By habe,
Ist das ein Ausführungsschritt? Ein Group-Brei ist ein Ausführungsschritt. Jeder Scan ist ein einzelner Ausführungsschritt. Jeder Join ist ein Ausführungsschritt. Und so weiter und so fort. Im Schnitt hat ein Query zwischen 4 und 16 Ausführungsschritte. Ein normales Query, das ist nicht lang. So, und das geht pro Session. Wenn ich jetzt zum Beispiel 100 zeitgleiche Connections habe und ich habe 16 Ausführungsschritte im Schnitt, da bin ich schon bei 16 mal 100, bei 1600, was auch immer an Einheit jetzt. Ne? Das muss man sich halt überlegen, auf was man diesen Default-Wert setzt. Der ist dummerweise aber auch noch pro Session änderbar. Das heißt, mein User kann da hingehen. Und das ist immer sowas, was mir die Administratoren dann sagen, erzähl das bloß nicht unseren Entwicklern. Weil die können nämlich pro Session hingehen und den Wert einfach mal erhöhen. Und ja, der Erfahrungswert hier ist einfach, man nimmt den gesamten RAM, den man hat, und teilt ihn durch die Max-Anzahl der Max-Connections, die man eingestellt hat. Und dann teilt man das Ganze nochmal durch irgendwie irgendwas zwischen 4 und 16. So im Schnitt, so 128 MB ist auch so ein Daumenwert. Das habe ich jetzt hier alles so schön erzählt. Das brauche ich gar nicht mehr. Habe ich was vergessen? Nö. So. 13 Minuten habe ich noch. Dann gibt es noch zwei Sachen, die jetzt nicht unbedingt gleich auf das Betriebssystem und was weiß ich, auf den Cache zugreifen, sondern die für den Planer wichtig sind. Weil der Planer, also der Optimizer, muss ja nun auch ungefähr wissen, was passiert da auf meiner Maschine, damit er mir einen guten Weg ausdenkt. Weil der Planer guckt ja, der hat ja so zig verschiedene Wege, die er nehmen kann, und daraus sucht er sich natürlich den besten und schnellsten aus. Dazu muss der Planer aber so ein paar Sachen wissen. Das eine ist Effective Cache Size hier unten. Das ist, ja gut, ich habe da meine 8 GB Shared Buffer. Da weiß ich, das ist Memory, das ist Cache. Aber das Betriebssystem cached für jede Anwendung, auch für Postgres. Und wenn da nichts weiter drauf läuft, dann ist der ganze restliche Cache auf der Maschine das, was das Betriebssystem nimmt, um für Postgres zu cachen. Das heißt, im Grunde kann ich den gesamten RAM nutzen als Cache. Das heißt, effektiv Cache Size sollte auf den gesamten RAM minus, was ich für Shared Buffers eingestellt habe, gesetzt werden. Dann weiß das Betriebssystem, ich habe so viel, mit so viel kann ich rechnen, dass es schon im Cache liegt. Und wenn ich weiß, so viel könnte schon gecached sein oder ist zu wahrscheinlich schon gecached, dann nimmt der Planer dann vielleicht auch einen anderen Weg. Das zweite sind die Random Page Costs. Bei den Random Page Costs will er wissen, wie viel langsamer ist Random I.O. gegenüber sequenzieller I.O. Ja, 4,0 ist so ein bisschen so ein Wert, der könnte mal gepasst haben. In der Regel sind die Platten aber heutzutage schon ein bisschen schneller, oder die Plattenköpfe in dem Fall, sodass man das so auf 2 setzen könnte. Wenn die Datenbank komplett in den RAM passt, braucht er eh nicht auf die Platte zugreifen, da ist es ratsam, das hier auf 1,01 zu setzen. Dasselbe bei SSDs, weil da habe ich nicht den Unterschied random versus sequenziell. Man kann es nicht auf 1 setzen, das ist im PostgreSQL-C-Code so drin, da steht irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob ein kleiner drin steht oder ein größer, auf alle Fälle kein Gleichzeichen. Deswegen muss man das, es muss größer sein als 1 und deswegen 1,01 in dem Fall. Ja, haben wir auch. Auf welcher Seite sind wir? So, dann haben wir noch die Transaktionen. 10 Minuten noch. Ganz zum Schluss. Wenn man ganz große Dumps einspielt, die man auf der Platte Datensätze einspielt, Dumps kann man auch nehmen, Datensätze einspielt, die man eh irgendwo rumliegen hat und man möchte, dass das schnell geht, da rate ich dann auch den Leuten, stellt F-Sync ab. Weil, wenn das dann crasht und mal meine ganze Implementierung nicht funktioniert hat, dann kann ich sie nochmal machen, weil ich habe die Datensätze ja. Ansonsten bitte Finger weg von F-Sync abstellen, weil da ist alles weg.
Wie gesagt, also es ist was anderes, wenn man wirklich einen riesen Datensatz hat und den hat man noch irgendwo, der muss da mal wieder rein, meinetwegen nach dem Backup oder so, dann kann man das schon mal machen, damit es schneller geht. Aber ansonsten sollte man das Sync doch bitte anlassen, das F-Sync. Was man machen kann, ist das Synchronous Commit abschalten. Und da würde man verlieren, der dreimal Wahl, Writer Delay ist es, glaube ich, das sind 200 Millisekunden, also 600 Millisekunden an Transaktionen würde man da maximal verlieren, wenn man das abstellt. Das ist was, da kann man sich überlegen, ob man das möchte oder nicht. Also wenn es wirklich zu, wenn man schreibende Datenbanken hat und das dauert zu langsam, ist zu langsam, dann kann man darüber nachdenken, ob man Synchronous Commit abstellt. Und dann sollte man sich natürlich bewusst sein, dass man 600 Millisekunden an Transaktionen verlieren kann. Wahlbuffers muss man sich seit 9.1 nicht mehr drum kümmern, eigentlich in älteren Versionen schon. Wahlbuffers, beziehungsweise man kann es auf 16 Megabyte stellen, wenn die Formel nicht passt. Die Formel ist, er nimmt 1/32 vom Shared Buffer. Wenn man Shared Buffer auf 8 Gigabyte hat, nimmt man, sind es 16 Megabyte. Größer als 16 Megabyte sollte man es nicht stellen, weil größer sind die Dateien nicht, die Transaktionslog-Dateien. Also 16 Megabyte würde heißen, er würde eine Transaktionslog-Datei cachen. Mehr kann er nicht. Checkpoints sind in der Regel zu wenig. Da kann man anfangen und testen, so bei 32, 64 oder 128. Da geht es darum, diese Checkpoint-Geschichte. Hier sieht man das Checkpoint-Timeout mit 5 Minuten. Daher kommen die 5 Minuten. PostgreSQL lagert auf die Platte aus, entweder nach 5 Minuten oder wenn dieser Wert Checkpoint-Segments erreicht ist. Checkpoint-Segments sind die Anzahl der Transaktionslog-Dateien. 3 sind schnell voll. Und man möchte eigentlich in die 5 Minuten laufen, weil damit kann ich umgehen. Wenn ich weiß, er schreibt alle 5 Minuten auf meine Platte, das ist ein stabiler Wert. Ja, alle 3 Segmente, ja, wann ist das? Das kann jetzt jede Minute sein und später vielleicht alle 10 Minuten. Da läuft er in die 5 Minuten. Aber da kann ich nicht mit umgehen. Und vor allen Dingen, er sollte nicht noch schreiben, wenn er schon wieder schreiben soll. Da kommt er sich ja selber mit in die Quere. Deswegen sollte man diese Checkpoint-Segments so setzen, dass er immer in die 5 Minuten läuft. Man kann mit Log-Checkpoints nachgucken, wann er einen Checkpoint macht, wie lange er dafür gebraucht hat. Wie gesagt, Erfahrungswert ist irgendwas zwischen 32 und 128. Checkpoint-Completion-Target ist neu. In 9.1 ist das, glaube ich, reingekommen. Das ist sowas, wir gehen davon ein bisschen weg. Nur noch so dieses alle 5 Minuten oder Anzahl Checkpoints machen wir dann einmal, speichern wir einmal auf die Platte, sondern wir versuchen es ein bisschen mehr zu machen wie das Betriebssystem, so ein bisschen schon mal kontinuierlich währenddessen wegzuschreiben. Postgres hat das hier mal defaultmäßig auf 0,5, also auf 50% gesetzt. Ja, wir sagen, das kann man auch ruhig auf 90% setzen, auf 0,9, weil was schon weggeschrieben ist, ist schon weggeschrieben. Wenn er sich dann mit dem Schreiben ins Gehege kommt, mit sich selber, dann kann man ihn auch noch wieder runtersetzen. Aber das muss man halt nachgucken. Da gibt es noch nicht wirklich Erfahrungswerte für. Vor allen Dingen auch, weil das alte System noch funktioniert. Und das Problem ist halt, man muss aufpassen, dass er sich da nicht selbst ins Gehege kommt. Daher kommen auch die 8 Gigabyte, weil wenn er 8 Gigabyte in 5 Minuten wegschreiben kann, dann ist er fertig, bevor er die nächsten 5 Minuten wieder um sind. So, und ich glaube, das war es schon. Ja, das war's. 5 Minuten habe ich noch. Oh, Fragen? Fragen? Ja, da hinten. Ja. Wie sieht es aus, wenn man ziemlich genau weiß, welche Teile der Datenbank Archiv sind und fast nie benutzt werden? Kann man auch sicherstellen, die aktiven Teile der Datenbank oder die komplette Datenbank? Ja, also es geht immer darum, die meist auszuführen, denn da geht es ja um Select, um das, was am häufigsten benutzt wird, weil der Rest muss ja dann eh. Und ich sag mal so, wenn man Archivdaten hat, ich hatte mal einen so einen lustigen Kunden, die speicherten alles, was im Flugverkehr so passiert.
Da ging es darum, dass die ganz schnell einfügen. Die hatten da überhaupt nichts drauf auf dieser Datenbank. Die sagten, naja, wir brauchen die Daten nur, wenn ein Flugzeug abstürzt. Und wenn das abgestürzt ist zur Analyse, warum das abgestürzt ist, darf das Select auch ruhig 5 Tage dauern. Tatsächlich dauert es wohl 1 Stunde oder 2, aber ist das dann auch egal. Und das ist ja bei archivierten Daten auch in der Regel, da rechnet man ja nicht damit, dass die ad hoc zur Verfügung stehen. Ja, kann man das F-Sync auch zur Laufzeit ausschalten, wieder anschalten? Synchronous Commit kann man per Session ausschalten, F-Sync nicht. Nein, ich glaube F-Sync, jetzt muss ich selber nachgucken, stand das dahinter? Nee, stand da nicht. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau. Oh, ich bin mir jetzt, aber da ich da keine Punkte gemacht habe, steht das genau so in der Conf, dann kann man das große. Also ich würde sagen, man braucht einen Reload. Also man sieht, wenn es einen Restart braucht von der Datenbank, dann steht da normalerweise sowas hinter. Jetzt kann das sehen, dass ich hier aus Platzgründen, habe ich da teilweise mal so ein bisschen rausgeschmissen, da habe ich dann eigentlich immer Punkte zwischen gemacht. Also es sieht aus, als wenn dann ein Reload tatsächlich reicht. Es geht jedenfalls nicht per Session. Also da bin ich mir ziemlich sicher, weil Synchronous Commit per Session geht auch erst seit 9.1 oder 9.0, also auch noch nicht so lange. Aber wie gesagt, bei F-Sync sollte man da wird eigentlich geraten, das sollte man wirklich nur nehmen, wenn man da wirklich irgendwie was neu aufbaut und das Alte noch hat, weil da ist wirklich alles weg. Wenn da einmal Stromausfall ist, da braucht nur ein Stromwackler sein oder so, dann... Auch wenn da in der Datenbank nichts gemacht wird, wenn sie read-only ist?